In China essen sie Hunde, sagt man hier manchmal immer noch. Tatsache ist, die Chinesen essen gern, auch auswärts, und sie lassen sich das auch immer mehr kosten. Der chinesische Gastronomieumsatz, der war im ersten Halbjahr trotz Lockdowns bei 300 Milliarden Dollar. Er wird weiter wachsen und die starken Anbieter werden die schwächeren Anbieter und kleineren Anbieter verdrängen. Jetzt hat es aber auch die Aktien der starken Anbieter schwer erwischt wegen der Pandemie. Ist es eine Einstiegschance und was für Aktien gibt es überhaupt in dem Sektor? Willkommen bei Zukunftsmärkte. System, Gastronomie, Gastroketten und Fastfood, das ist auf dem Vormarsch, ist eigentlich kein besonders toller Trend, aber die Herzen von Investoren, die lässt sowas höher schlagen, weil man ja mit solchen Ketten, wenn man mal gesehen hat, dass es funktioniert, kann man auch davon ausgehen, dass das auch in Zukunft funktioniert. Was mit 20 Niederlassungen funktioniert, das funktioniert dann eben sehr wahrscheinlich auch mit 200 oder mit 2000. Und je größer so eine Kette wird, desto mehr Möglichkeiten hat man dann ja auch, dass man das Ganze immer mehr standardisiert, dass man das noch effizienter macht, dass man das Ganze ja zum Teil auch schon vorproduzieren kann, das Essen in großen Fabriken. Und man hat Marktmacht als Einkäufer und man hat auch ganz andere Möglichkeiten als jetzt ein einzelnes Lokal, dass man für sich Werbung macht oder dass man sich da etabliert als Marke. Das heißt, wenn man so ein erfolgreiches Gastronomiekonzept vervielfältigen kann, dann hat man Wachstum, das aber gleichzeitig relativ gut planbar ist. Und das spricht dann auch konservative Anleger oft an. So wie ja zum Beispiel die Aktien von McDonald's auch oder von Starbucks. Und wo wären die Chancen für sowas besser als in China? Ein Markt mit 1,4 Milliarden Menschen, wo es ja allein schon über 100 Städte gibt, die mehr als 1 Million Einwohner hat, wo die Bevölkerung wohlhabender wird und die Chinesen essen ja einfach auch gern, die essen auch ganz merkwürdige Sachen, wie wir gleich sehen werden, aber auf der anderen Seite setzen Sie mal hier einem Chinesen einen deutschen Wurstsalat vor oder Kässpatzen oder sowas, da wundert der sich natürlich auch erstmal, was wir hier so essen. Und manche mögen vielleicht auch das, aber ich weiß auch viele Asiaten, die nach Deutschland kommen, denen geht es da erstmal schlecht und die kriegen hier Magenprobleme von unserer ungewürzten deutschen Pampe. Wie auch immer, China ist der ideale Markt für Systemgastronomie, muss man sagen. Und es gibt börsennotierte Gastroketten und die Aktien von denen, die waren auch heiß begehrt. Erstmal, aber dann kam die Seuche, zuerst der Pandemieausbruch natürlich 2020 und jetzt aber eben auch immer wieder neue Lockdowns. Und dann haben wir auch noch hohe Lebensmittelpreise und wir haben in China die Immobilienkrise und ja auch eine insgesamt schwache Wirtschaft im Moment. So dass die Aktien von diesen Ketten massiv eingebrochen sind. Ist es jetzt eine Chance für Langfristanleger? Ein gutes Beispiel für sowas, Heidi Lau. An die Börse gegangen Ende 2018. Die nächsten 2 Jahre ist die Aktie dann gestiegen, in der Spitze um 370% und war dann auch eigentlich bewertet wie eine Hochtechnologieaktie, kann man sagen. Aber dann ab 2021 ist die Story komplett in sich zusammengefallen und wir sind jetzt wieder da, wo wir am Anfang waren, beziehungsweise wir sind sogar noch mal leicht drunter. Heidi Lau ist eine sogenannte Hotpot-Kette. Das kann man ein bisschen vielleicht vergleichen mit Fondue. Also in der Mitte ist ein Topf, in dem Fall mit Brühe, oder es sind mehrere Töpfe mit verschiedenen Brühen, markant gewürzt meistens. Und dann hat man eben Gemüse, Fleisch, Fisch, Nudeln, die taucht man da ein. Und es gibt noch Dips dazu, verschiedene. Und das Ganze ist sehr gesellig und so mögen es die Chinesen ja auch am liebsten. Heidi Lau ist im gehobeneren Bereich, zielt ab auf den Mittelstand, hat eine Wahnsinnsexpansion hinter sich auch.
2015 haben sie 112 Restaurants gehabt, 2018 vor dem Börsengang waren es 363, also mehr als verdreifacht. Und Ende letztes Jahr waren es dann sogar schon 1443, also gegenüber 2015 eine Verzwölffachung. Das Konzept kommt gut an, sodass jedem Anleger eigentlich auch klar war, die können locker noch so 4.000 oder 5.000 Niederlassungen in China hinstellen und der Markt wäre immer noch nicht gesättigt. Und alle haben sich auf die Aktie dann eben auch gestürzt. Aber wie gesagt, dann kam Covid, jetzt haben wir die chinesische Null-Covid-Politik. Und das Problem sind noch nicht mal die reinen Schließungen, sondern eben dadurch auch die allgemeine Zurückhaltung der Gäste. Die durchschnittliche Belegung letztes Jahr war dreimal pro Tisch und Tag. 2019 waren es noch 4,8 Mal pro Tag, so dass Heidi Lau letztes Jahr wirklich auch 276 Filialen zugemacht hat, weil die Standorte teilweise nicht gut genug waren. Teilweise waren sie auch zu nah zusammen. Sie haben sich kannibalisiert in guten Lagen. Und die Schließungen haben dann auch einen Jahresverlust verursacht von 4,2 Milliarden Hongkong-Dollar, sind ungefähr 530 Millionen Euro. Der erste Verlust seit vielen, vielen Jahren, trotz einem Umsatzwachstum nochmal von über 40%. Und jetzt im ersten Halbjahr ist es wahrscheinlich auch nicht gut gelaufen. Die Lockdowns sind ein Problem, in China natürlich vor allem, aber auch in ganz Asien. Die asiatischen Länder waren ja auch grundsätzlich eher streng. Und es gibt aber Länder, die sich wieder geöffnet haben oder die sich gerade öffnen. Und Sie wissen es vielleicht auch, komplementär zu den Videos hier gibt es von uns ja auch immer die kostenlosen Zukunftsmärkte-Reports. Und da schauen wir uns diesmal Thailand an mit einem Schwerpunkt auf den Touristiksektor da. Also wo steht Thailand wirtschaftlich, wie ist da die Covid-Situation und wann geht es da wieder aufwärts? Und auch ein paar Aktien natürlich, die davon profitieren könnten. Und die Reports von uns, wie gesagt, die sind gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Demnächst also mit Schwerpunkt Thailand und thailändische Aktien. Was Heidi Lao betrifft, also die Wachstumsstory ist jetzt also erstmal kaputt, vermeintlich. Heidi Lao ist aber auch besonders aggressiv gewachsen, das muss man auch sagen. Es geht auch ein bisschen defensiver, zum Beispiel mit Yum China. Yum China ist der Ableger von Yum Brands aus den USA. Da werden jetzt viele Zuschauer auch ganz erleichtert sein, dass es hier mehr oder weniger um einen US-Konzern geht. Und die haben in China die gleichen Ketten, die sie auch in den USA betreiben. Also Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut und Taco Bell. Hier haben wir eine Pizza Hut-Filiale in Shanghai. Die sieht auch nicht viel anders aus als bei uns. Aber vor allem Kentucky Fried Chicken ist in China wahnsinnig beliebt, ist zum Beispiel auch erfolgreicher da als McDonald's. Und das schaffen sie auch damit, dass sie sich relativ gut an den chinesischen Geschmack auch anpassen. Wir haben da jetzt zum Beispiel halb rechts die kleinen Kuchen mit den roten Bohnen oder ganz rechts gedämpfte Chicken-Klößchen, so Wantan-ähnlich. Und die Spieße da halb links, das kennt man auch aus Asien, das sieht man da auch relativ oft. Und die drei Ketten aus den USA, die stehen auch in China für fast 80% vom Gesamtumsatz. Dazu kommt dann noch Little Sheep, das ist auch eine Hotpot-Kette, die haben sie vor 10 Jahren ungefähr übernommen. Sowas braucht man anscheinend einfach in China. Und dann gibt es noch ein paar kleinere neue Sachen, unter anderem jetzt Kaffeebars auch zusammen mit Lavazza. Die Sachen sind eben relativ neu, haben dafür aber eben auch noch Wachstumspotenzial dann. Und wo sie auch stark investieren in Corona-Zeiten, das ist natürlich das Liefergeschäft, weil das bei den Lockdowns eben auch das Einzige ist, was dann noch gehen würde. Und da hat es Kentucky vor allem auch relativ einfach noch, weil so Hühnerteile, das kann man ja eimerweise liefern. Und das ist bei sowas wie Hotpot zum Beispiel natürlich viel schwieriger.
Yum China hat insgesamt über 12.000 Niederlassungen in China. Sie wollen dieses Jahr auch zusätzlich nochmal 1.000 bis 1.200 Niederlassungen neu eröffnen. Trotzdem wird es ein schwieriges Jahr. Das zweite Quartal, hat der Chef gesagt, das war das schwierigste bis jetzt in der gesamten Pandemie. Und der Gewinn zum Vorjahr ist um 54% geschrumpft auf nur noch 83 Millionen Dollar. Und bei den anderen Anbietern in dem Sektor wird es auch ähnlich gelaufen sein. Dementsprechend die Kursentwicklung. Nach dem ersten Pandemieschub sind sie eben sogar auch noch mal stark gestiegen, haben jetzt aber eben auch wieder deutlich korrigiert. Trotzdem, wir haben da viel geringere Schwankungen als bei Haidilao zum Beispiel. Was man aber auch sagen muss, die Aktie ist nicht spottbillig. Der Börsenwert liegt immer noch bei 20 Milliarden Dollar und das KGV für dieses Jahr ungefähr bei 50. Also so blöd sind die Anleger jetzt auch nicht, dass die Aktie da komplett verramscht wird. Jeder weiß, es ist ein solides und starkes Unternehmen und die Korrektur ist eben hauptsächlich eine Reaktion auf den Gewinnrückgang. Und das ist bei so gut wie allen chinesischen Gastro-Aktien so. Das KGV von Haidilao zum Beispiel, das liegt ungefähr bei 45. Man hofft also bei beiden eben jetzt wieder auf die große Gewinnerholung. Haidilao hat mehr Potenzial mit Sicherheit, ist aber natürlich auch die viel spekulativere Aktie. Eine andere Hotpot-Kette ist Xiaobu Xiaobu. Auch das eine Aktie, die unglaublich gehypt worden ist, dann nach der ersten Corona-Phase wieder und die dann wieder eingebrochen ist. Sie hat sich sogar fast gezehntelt, ist aber trotzdem etwas defensiver als Haidilao, weil die Expansion da weniger aggressiv war und ist auch nicht ganz so hoch bewertet. Das KGV ist bei ungefähr 32. Und hier nochmal was ganz was anderes. Chuhaya sind seit ungefähr 1,5 Jahren an der Börse, Kursverlauf auch ähnlich natürlich und sie haben auch gerade erst eine Gewinnwarnung rausgegeben. Die gehen jetzt für das erste Halbjahr aus von einem Gewinneinbruch von bis zu 95%. Und damit ist die KGV-Bewertung umgekehrt jetzt gestiegen, ist wieder ungefähr bei 30. Trotzdem ist die Aktie spannend. Der Börsenwert ist nur bei 1,2 Milliarden Euro umgerechnet. Sie haben aber inklusive Franchise-Nehmer über 2.700 Niederlassungen. Und die Analysten sagen, das Konzept ist absolut gut und sie haben noch viel Wachstumspotenzial. Das sagen chinesische Analysten natürlich. Westliche würden das nicht unbedingt sagen, weil der Schwerpunkt sind Entengerichte, aber nicht sowas wie Peking-Ente oder sowas. Sondern hier zum Beispiel geschmorte, marinierte Entenhälse, so richtig schön noch mit Knochen und Knorpeln, was die Chinesen jetzt aber auch nicht unbedingt stört. Ganz im Gegenteil, da hat man dann noch was zum Knabbern. Und hier haben wir noch andere leckere Tierteile, die da auch serviert werden. Sowas ist auch oft der Grund, dass westliche Touristen, die am Anfang noch sagen in China, ach, gehen wir doch da mal rein und probieren einfach mal was aus, dass die sowas irgendwann dann mal nicht mehr sagen. Und jetzt noch eine der interessantesten Aktien in dem Sektor, Jiumao Jiu, auch seit 1,5 Jahren ungefähr an der Börse. Das KGV ist ungefähr bei 50, obwohl wir Lockdowns haben, hat sie sich aber relativ gut gehalten und ist sogar leicht gestiegen dieses Jahr. Sie haben die Kette Thai Air und die hat das, was im Moment der absolut letzte Schrei ist, worauf die Chinesen komplett abfahren. 470 Filialen gibt es inzwischen. Das ist eine davon und links oben sehen Sie es auch leibhaftig. Chinese Sauerkraut Fisch. Wer kennt das nicht? Ich muss zugeben, ich habe es nicht gekannt und da rächt sich's dann auch, wenn man eben seit Jahren schon nicht mehr da war, selber in China. Für sowas braucht man einen echten China-Insider und den habe ich zum Glück aber. Meinen Kollegen Erik Nebe, der lang in China gelebt hat und der hat dann eben gesagt, na ja, es erinnert auch an Hotpot so ein bisschen. Es ist auch in der Brühe und so sieht das Ganze aus. Hier haben wir es noch mit ordentlich Chili. Weißkohl ist drin, der eben auch fermentiert ist, aber nicht so sauer wie unser Sauerkraut, sondern eher wie das koreanische. Und das heißt dann im Chinesischen Suan Kai. So einfach ist das, wenn man sich auskennt vor Ort. Der Erik hat übrigens seit neuestem auch einen Kanal, China to Invest, wo es ausschließlich um China geht. Und ich kann China to Invest wirklich nur jedem empfehlen. Der Erik ist unaufgeregt, sachlich,
Aber man merkt einfach auch, er ist vor Ort. Er hat von dem, über das er spricht, nicht nur mal was gehört oder was gelesen, sondern er kennt das eben einfach. Und das ist auch schon noch mal ein Unterschied. Bestes Beispiel: Sauerkrautfisch. Das war jetzt wirklich nur mal ein Überblick über die chinesischen Gastroaktien. Wie gesagt, verramscht werden sie nach wie vor nicht, aber die Begeisterung ist raus wegen der Pandemie. Und sie werden sich im Kursverlauf auch erstmal orientieren am Pandemieverlauf. Und das kann in 4 Wochen vorbei sein, es kann aber natürlich auch noch Jahre dauern. Langfristig sind sie interessant, davon bin ich überzeugt. Man muss aber wissen, es kann eben auch noch Durststrecken geben. China hat das eine oder andere Problem im Moment und Covid-19 ist eins davon. Trotzdem zur Motivation, damit Sie Ihre Recherchen in diesem Sektor noch vertiefen. Das ist die Aktie von McDonald's seit 1969. Der Kurs hat sich in dieser Zeit ver-500-facht. Das schafft natürlich nicht jeder, aber unterm Strich, Systemgastronomie ist ein interessanter Sektor, kann ein interessanter Sektor sein, wo bei den starken Unternehmen schwache Marktphasen eben auch Einstiegschancen sein können. Die WKNs finden Sie alle unter dem Beitrag auch. Alle Aktien sind auch in Deutschland handelbar, manche sind aber zum Teil markteng, da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Was es nicht gibt, das ist eine chinesische börsennotierte Hundefleisch-Fastfood-Aktie. Entgegen mancher Vermutungen hier wahrscheinlich. Der Verzehr von Hundefleisch ist in China offiziell inzwischen auch verboten. Es ist aber umstritten, ob sie auch alle dran halten. Ich habe dazu ganz kurz recherchiert und was mir Google sofort angeboten hat zu dem Thema, das war hier die Anzeige von Supermarkt 24. Maggi Fix, China Pfanne Chop Suey. Das Einzige, was Sie da dann noch brauchen, sind Paprika, Reis, Lauch und 300 Gramm Geschnetzeltes. Es stand nicht dabei, was für Geschnetzeltes. Jedenfalls ein schnelles und leckeres Gericht und es löst ja gleichzeitig auch das große deutsche Urlaubsproblem. Wohin mit dem Hund, der ja auch schon lange nicht mehr so süß ist wie damals an Weihnachten? Ist aber ein Thema, das ich hier jetzt nicht vertiefen werde. Mahlzeit, alles Gute Ihnen. Denken Sie auch noch an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports, diesmal eben zu Aktien aus Thailand auf www.zukunfts-märkte.de. Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.